Jerusalem, freue dich, seid fröhlich zusammen mit dir, alle, die ihr traurig wart. Freut euch und trinkt euch satt an der Quelle göttlicher Tröstungen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes seien allezeit mit euch. Liebe Pfarrgemeinde, liebe Schwestern und Brüder, ihr fehlt mir. Ich darf heute für uns alle gemeinsam beten. Ich weiß mich mit eurem Leben innig verbunden. Es geht jemand ab, nämlich ihr als Schwestern und Brüder. Wenn ich hineinblicke in unsere Kirche, in unsere große Basilika, so sehe ich niemanden. Aber in meinem Herzen weiß ich, dass wir alle vereint sind, auch in dieser Zeit. So wollen wir nun aufgrund des Wortes, das wir heute hören dürfen, vom Evangelium ausgehend, Jesus Christus nun bitten: Herr, ich hoffe, dass ich jene Begabung in meinem Leben habe, dass du nicht an mir vorübergehst, sondern dass ich dich sehe, wenn du dich mir näherst. Du bist ein Gott, der auf uns zukommt, der uns begleitet und der uns trägt. Zu dir rufen wir, auch vor allem darum, wenn es geht, unsere Schuld zu bekennen und dich zu bitten, in deiner Gnade uns zu erlösen. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der gütige und barmherzige Gott, erbarme sich unser, er nehme von uns Schuld und Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, du hast in deinem Sohn die Menschheit auf wunderbare Weise mit dir versöhnt. Gib deinem Volk einen hochherzigen Glauben.
damit es mit froher Hingabe dem Osterfest entgegeneilt. Darum bitten wir durch Jesus Christus, Gott in alle Ewigkeit. Amen. Der Herr ist mein Hirt, er führt mich an Wasser des Lebens. Der Herr ist mein Hirt, er führt mich an Wasser des Lebens. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Der Herr ist mein Hirt, er führt mich an Wasser des Lebens. Lesung aus dem Brief des Apostel Paulus an die Gemeinde in Ephesus. Schwestern und Brüder, einst wart ihr in Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Lebt als Kinder des Lichts, denn das Licht bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Prüft, was dem Herrn gefällt, und habt nichts gemein mit den Werken der Finsternis, die keine Frucht bringen, deckt sie vielmehr auf. Denn von dem, was sie heimlich tun, auch nur zu reden, ist schädlich. Alles, was aufgedeckt ist, wird vom Licht erleuchtet. Denn alles Erleuchtete ist Licht. Deshalb heißt es, wach auf, du Schläfer, und steh auf von den Toten, und Christus wird dein Licht sein. Wort Gottes. Dank sei Gott. Lob dir Christus, König und Erlöser, so spricht der Herr. Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, hat das Licht des Lebens. Lob dir Christus, König und Erlöser. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sah Jesus unterwegs einen Mann, der seit seiner Geburt blind war. Jesus spuckte auf die Erde. Dann machte er mit dem Speichel einen Teig, strich ihn dem Blinden auf die Augen und sagte zu ihm: Geh und wasch dich in dem Teich Siloach, das heißt übersetzt der Gesandte. Der Mann ging fort und wusch sich. Und als er zurückkam, konnte er sehen. Die Nachbarn und jene, die ihn früher als Bettler gesehen hatten, sagten: Ist das nicht der Mann, der da saß und bettelte? Einige sagten: Er ist es. Andere sagten: Nein, er sieht nur ihm ähnlich. Er selbst aber sagte: Ich bin es. Da brachten sie den Mann, der blind gewesen war, zu den Pharisäern. Es war aber Sabbat an dem Tag, als Jesus den Teig gemacht und ihm die Augen geöffnet hatte. Die Pharisäer fragten ihn, wie er sehend geworden sei. Er antwortete ihnen: Er legte mir einen Teig auf die Augen und ich wusch mich und jetzt sehe ich. Einige der Pharisäer sagten: Dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Andere aber sagten: Wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? So entstand eine Spaltung unter ihnen. Da fragten sie den Blinden noch einmal: Was sagst du selbst über ihn? Er hat doch deine Augen geöffnet. Der Mann sagte: Er ist ein Prophet. Sie entgegneten ihm: Du bist ganz und gar in Sünden geboren und du willst uns belehren? Und sie stießen ihn hinaus. Jesus hörte, dass sie ihn hinausgestoßen hatten, und als er ihn traf, sagte er zu ihm: Glaubst du an den Menschensohn? Da antwortete jener und sagte: Wer ist das, Herr, damit ich an ihn glaube? Jesus sagte zu ihm: Du hast ihn bereits gesehen, er, der mit dir redet, ist es. Er aber sagte: Ich glaube, Herr,
und er warf sich vor ihm nieder. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus, Lob sei dir, Christus. Liebe Pfarrgemeinde, liebe Schwestern und liebe Brüder, freut euch, seid fröhlich zusammen, heute nicht in unserer wunderschönen Basilika, sondern in eurem schönen Zuhause mit eurer Familie. Wir dürfen heute den vierten Fastensonntag feiern. Wir wollen in dieser Freude sein, dass wir zusammenfinden und dass wir merken, dass wir zusammengehören, indem, wie jede und jeder von uns durch die Lebensjahrzehnte geworden ist. Und dennoch würde ich sagen, wir werden noch erstaunt sein, wer wir werden. Denn es hat sich dieser Prozess unseres Seins noch nicht abgeschlossen, sondern wir sind unterwegs zu unserem Leben. Und das schönste Glaubensgeheimnis, das ich je gehört habe, nachdem ich selbst versuche zu leben, heißt: Lebe. Ich denke, wir dürfen heute zusammen fröhlich sein und uns nicht auf jene Momente der Traurigkeit zurückwerfen lassen oder uns hineinbeugen lassen, sondern vielmehr sollen wir uns aufrichten hin zu dieser Freude, die uns dieser vierten Fastensonntag nahelegt. Und ich meine, die Freude für mich persönlich ist dies: Ich lasse mir Jesus Christus nicht entgehen in meinem Leben. Selbst wenn wir in unserem Leben notwendigerweise auch sehr eingeschränkt sind, wie in diesen Tagen. Doch Gott begegnet uns nicht nur in von Menschenhand gebauten Häusern, Gotteshäusern, sondern in unseren Herzen, in unserer Gemeinschaft, aber zugleich auch. Deswegen meine ich, lassen wir uns auch in diese wunderbare Freude der Begegnung mit Jesus Christus an diesem Sonntag auch ein. Der heilige Augustinus hat einst vor vielen Hunderten von Jahren gesagt: Ich habe Angst, dass der Herr vorbeigeht an meinem Leben. Das sagte er. Angst, dass er vorbeigeht und ich ihn vorbeigehen lasse, möchte ich heute auch anfügen dürfen. Verleihen wir unseren wahren Wunsch Ausdruck an diesem Sonntag. Jesus, ich möchte wieder sehen können. Liebe Gottesdienstgemeinde, liebe Schwestern und liebe Brüder, ob nun Kinder oder junge Menschen oder schon älter gewordene unter uns, selbst in unserem Innern vermögen wir immer wieder, Gott zu empfinden, Gott zu erfahren. Aber nicht nur in unserem Innern, sondern auch in unserer Gemeinschaft, die sich Kirche nennt. Kirche bedeutet ja im Sinn des Wortes, zum Herrn gehöre ich. Wir gehören zu Christus hin. Wir stehen bei Christus. Wir leben mit Christus. Wir lassen uns auferbauen von Christus. Ich denke, wir dürfen aber auch ein Drittes nicht vergessen. Auch im Nächsten sehen wir Gott. Nicht nur in diesen drei Varianten menschlichen Zusammenlebens, sondern vor allem, und das ist das Wunderbare, in der Heiligen Schrift. Und die hören wir nicht nur in unseren Kirchen. Die können wir lesen zu Hause, am Mittagstisch oder im Wohnzimmer, abends oder morgens oder mittags. Wir können das Wort Jesu hereinnehmen in unsere Familien. Und dazu möchte ich euch ganz besonders einladen. Habt keine Angst, lasst den Herrn niemals vorübergehen, sondern öffnet ihm die Tür eures Herzens und heißt ihm willkommen. Denn ich denke doch, diese Vorschrift, wenngleich sie so notwendig sind durch das öffentliche Leben, können nicht sagen, dass wir die Türe verschließen vor unserem Herrn. Ihn dürfen wir heute freudig und frohen Herzens aufnehmen. Auch unsere Gemeinschaft bringt das in der Heiligen Schrift und vor allem durch ihre kirchlichen Texte in ihrer Geschichte zum Ausdruck. Und da können wir hören: Der Vater will, dass wir in allen Menschen Christus als Bruder sehen und lieben in Wort und Tat und so der Wahrheit Zeugnis geben und anderen das Geheimnis der Liebe des himmlischen Vaters mitteilen. Dies können wir im Konzilsdokument Gaudium et Spes nachlesen. Blindheit spielt meines Erachtens auch bei unserem Leben immer eine Rolle. Was gesellschaftlich auf den Menschen Einfluss nimmt, etwa die Werbung, die Umweltzerstörung, die Digitalität nicht zu vergessen. So etwa die Werbung, liebe Schwestern und Brüder, unsinniger Wünsche,
oder unablässiger Kauf überflüssiger und nur dem Genuss dienender Waren. Dadurch werden wir als Käufer vielleicht sogar auch blind für das, was wir wirklich im Leben brauchen. Heute brauchen wir wieder notwendig die Solidarität für die Schöpfung als Haltung gegen die Haltungen, welche auch manche unter uns Gläubigen die Lösungswege blockieren, von der Leugnung des Problems bis zu einer Gleichgültigkeit, zur bequemen Resignation oder zum blinden Verkauf unserer Wünsche. Blindheit steht heute im Evangelium in Zusammenhang, merke ich in meinem Leben, mit der Autonomie meines Lebens. Seine Freiheit wird krank, meine ich, so sagt es uns auch Papst Franziskus, wenn sie sich den blinden Kräften des Unbewussten, der unmittelbaren Bedürfnisse unseres Lebens, des Egoismus und der Gewalt überlässt. Tun wir das nicht. Wo wir starten, das ist klar. Mit dem Blinden, liebe Gottesdienstgemeinde, sitzen wir heute am Wegrand. Da kommt Jesus auf ihn zu. Nein, sagt er, hier ist nicht dein Platz, hier im Dunkel von Blindheit und Schuld. Doch erst muss der Blinde, haben wir gehört, er muss sich bewegen, er muss aufstehen, er muss seinen angestammten Platz verlassen. Erst in diesem Erleben, dass der Blinde sich fortbewegt, erleben wir, wie nicht nur sein Augenlicht, liebe Schwestern und Brüder, sondern sein ganzes Leben in Bewegung kommt. Es wird etwas möglich, was vorher nicht denkbar schien. Du, ich oder auch allein, wo war es, dass Jesus mich im Alltag angetroffen hat? Wo war das? Natürlich saß ich irgendwo gut erreichbar am Wegesrand, würde ich sagen, zwischen Eltern und Nachbarn und Arbeitskollegen. Aber irgendwann, einmal war ich unterwegs. Da traf mich Jesus, gerade als ich dachte, es müsse alles bleiben, wie es ist. Und mir ging plötzlich ein Licht auf. Meine Unbeweglichkeit bis dahin, fast verantwortungslos. Vielleicht würde jemand das auch Sünde nennen von uns. Ja, vielleicht. Da traf er mich und ich kann mich im Leben auch erinnern. Aber es änderte sich nicht alles in meinem Leben. Ich bin nicht allein, ich bin nie allein. Auch wenn du heute hier in diesem Haus Gottes mir so fehlst, merke ich die Sehnsucht, wie nahe du mir bist, obgleich du heute nicht da bist. Wir haben Worte und können miteinander ins Gespräch kommen. Manches Mal sind wir unterwegs mit Jesus und ohne ihn. Manches Mal merken wir, wir sind voller Freude, dann wieder voller Niedergeschlagenheit. Aber die Tür im Herzen, die soll offen stehen. Denn er schenkt mir die Weite des Himmels. Und das, liebe Gottesdienstgemeinde, ist mehr als ein Einzimmer-Apartment in meinem Leben. Wann hat mir einer gesagt, du fehlst mir? Wann habe ich da die Tür aufgemacht? Sagt es auch Gott selbst zu mir, du fehlst mir? Dann öffne ihm die Tür, bewege dich, geh heraus aus diesem Einzimmer-Apartment deines Lebens und lasse Gott hinein in die Fülle der Räume deines Lebens und deiner Zeit. Folge Jesus nach und das geschieht in unserem Leben immer wieder aufs Neue und das erstaunt mich. Er ist unterwegs, Gott selbst zu mir. Er hilft, dass ich wieder sehen kann, dass ich wieder erkennen kann. Gott durch ihn und die Menschen auch, das ist wesentlich in unserer Glaubensgemeinschaft. Und diese Unmittelbarkeit ist nicht leicht im Leben auszuhalten. Da sind die anderen, die es genau wissen wollen. Welche Spielräume wollt ihr denn jetzt nutzen, jetzt, da ihr ihn wiedergefunden habt? Ich meine, wir haben ein Ziel. Ich habe eine Verheißung. Ich habe ein Bild davon, wo wir ihn finden können. Ich war und bin lange unterwegs noch in meinem Leben. So bitte ich Gott und darf mich einmal ausruhen, selbstverständlich.
aber ich will mich nun in dieser Stunde sammeln zu einem himmlischen Mahl am Tisch Jesu, mitten unter den Menschen in meiner Gemeinde. Amen. Bekennen wir nun gemeinsam unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Jesus Christus, du begegnest uns im Unterwegs. Wir bitten dich, schenke deiner Kirche offene Augen für die Begegnung mit dir am Wegesrand. Wir bitten dich, erhöre uns. Schenke uns allen Lebensmut zu unseren Aufbrüchen im Vertrauen auf dich. Wir bitten dich, erhöre uns. Stelle den Menschen Begleiterinnen und Begleiter an die Seite, die mit ihnen neue Wege wagen. Wir bitten dich, erhöre uns. Schenke Verständigung zwischen denjenigen, die einen Raum zum Bewahren des Alten brauchen, und denjenigen, die neue Spielräume aufbrechen wollen. Wir bitten dich, erhöre uns. Schenke unseren Verstorbenen neues Leben an der immer fließenden Quelle deiner Liebe. Wir bitten dich, erhöre uns. Du siehst uns, bevor wir dich sehen können, und du weißt, was uns bewegt. Dafür danken wir dir und loben durch dich den Vater im Heiligen Geist in Ewigkeit. Amen. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot da vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. So wie dieses Wasser sich mit dem Wein verbindet zum heiligen Zeichen, so lasse uns dieser Kelch teilhaben an der Gottheit Christi, der unsere Menschennatur angenommen hat. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt, du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit er uns der Kelch des Heiles werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. Herr, wir kommen zu dir mit reumütigem Herzen und demütigem Sinn und bitten dich, nimm diese Gaben, Brot und Wein, in Dankbarkeit und Freude entgegen. Herr, wasch ab meine Schuld und von meinen Sünden mache du mich rein. Herr, unser Gott, in der Freude auf das Osterfest bringen wir unsere Gaben dar. Hilf uns, gläubig und ehrfürchtig das Opfer zu feiern, das der Welt Heilung schenkt und den Tod überwindet. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen, wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn durch seine Menschwerdung hat er das Menschengeschlecht aus der Finsternis zum Licht des Glaubens geführt. Wir sind als Knechte der Sünde geboren, er aber macht uns zu deinen Kindern, durch die neue Geburt aus dem Wasser der Taufe. Darum preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig ist Gott in Herrlichkeit, sein Ruhm erfüllt die Himmel weit. Lob sei
jubelt ihm Hosanna. Preis ihm der kommenden unsere Zeit. Lob singet, jubelt ihm Hosanna. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenk uns Anteil an Christi Leib und Blut, und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Manfred und allen Bischöfen, unseren Priestern, Diakonen und Ordenschristen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke alle unsere Schwestern und Brüder, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln, mit dem heiligen Josef, den heiligen Bischöfen Pirmin und Wolfgang und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen, durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten, wie es Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Unser Herr Jesus Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung, darum lasst uns beten. Herr, blicke nicht auf unser Versagen, sondern schau auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Christe, du Lamm Gottes, du trägst der Welt Schuld, erbarm dich unser. Christe, du Lamm Gottes, du trägst der Welt Schuld, erbarm dich unser. Christe, du Lamm Gottes, du trägst der Welt Schuld, gib uns den Frieden.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt alle Schuld der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Liebe Schwestern und Brüder, ich darf euch allen noch einen gesegneten und schönen Sonntag wünschen. Erbitten wir nun für die kommende Woche für uns alle, für unsere Familien, für unsere Freunde, den Segen Gottes. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Es segne, behüte und begleite uns alle, der dreieinige Gott, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt in seinem Frieden. Dank sei Gott dem Herrn. Einen schönen Tag noch.